Ja, aber außer da nicht funken, so, ne? Nein. Was ist denn los, Alter? Wem ist der Muchburi? Ja, wie was los, Alter? Ja, was seid ihr schon wieder auf einem verfickten Haus, Digga? Hey. Ja, 187 Hops nehmen. Ja, was für 187 Hops nehmen, Digga? Warum? Ja, dann klären wir das gleich, okay? Ja, kein Problem. So, was jetzt schon wieder hier das Problem ist. Okay. Hol mal alle deine Jungs hin. Hol mal alle deine Jungs. Ja, gut. Tamam. So, Digga, du nimmst hier keinen den Funk ab, du gibst mir jetzt deinen Funk, Digga. Was für ein scheiß Problem, ne? Super. Kommt deine Jungs jetzt? Eingang der Straße. Ja, dann hopp. Ja. Ruf deine scheiß Jungs an. Stellt euch alle nebeneinander, ja? Boah. Eine richtige Mauer. Rotwein? Ah, oh, den vermisse ich. Sonny hat mir das beigebracht, wie man kugelfrei bleibt. Ja, ja, Sonny, ihr habt das Messer an Sie, dann. Hier bei uns. Danke. Oh, oh, schönes Klappmesser, ja? Ja. Geil. Auch sehr schön, wenn man es einsteckt. Ah, oh, ja. Packt. Auf jeden Fall, ja. Aber wir müssen es bereithalten, nicht genau. Genau. Dang, lass mich kurz mit dir unterhalten. Das ist ja mal eine geile Muskete, ey. Bruder. Ja, willst du mal anfassen? Ja. Mm. Das ist ein ganz langes Sau, mein Freund. Oh ja. Das ist ja mal eine geile Muskete. Ja, willst du mal anfassen? Ja. Mm. Das ist ein ganz langes Sau, mein Freund. Oh ja. Ich kann leider nicht mithelfen, Mann. Meine Taschen sind leider. Erzähl jetzt irgendwann mal. Ja. Ich hab genau das gleiche Problem wie du. Ja, man kennt's, ne? Ja, ja, richtig. Ich hab gehört, in Los Santos wieder viel Krieg, ja? Mhm. Bei Cargo. Das stimmt. Ihr habt eure Ruhe? Cargo ist voll. Wir haben unsere Ruhe. Das freut mich zu hören, ja. Miro, du riechst so gut. Antonio? Ich bin nie an der Uni vorbeigefahren. Wollen wir vielleicht die Herren noch einladen bis zur Wende? Mhm, können wir machen. Nikolai, wie sieht's aus? Ja, möchte ich. Wegen mir? Sorry, sorry. Wenn die anderen nichts dagegen haben? Ja. Guck mal durch. Wenn der Deal fertig ist, dann sind wir eingeladen, noch auf dem Anwesen der La Cosa Nostra zu verweilen, wenn ihr Lust habt, die erschaffen. Sonny, schicke Uhr. Danke, danke. Gleiche Modell. Ah, siehst du bei mir gar nicht. Nee, ist unter dem Millionen-Pelzmantel. Italienischer Hersteller, ja. Ja, richtig. Wunderbar. Perfekt. Und das hat ja doch noch super geklappt. Signor Gambino. Ja. Die Handy und Funkgerät an? Mein Handy und Funkgerät ist gerade an, ja. Hm, raus. Na, kann ruhig lassen, oder? Weil die wissen das eh. Sind. Kommt! Sollen sie doch kommen! Das denke ich mir doch. Ich glaube, das wäre lebensmüde, hier jetzt einzureiten, ne? Mit der Mannschaft. Das denke ich nämlich auch. Ja. Selbstmordkommando. Ich glaube, die sammeln sich alleine oder im Konvoi? Ja, okay. Sind wir soweit durch? Wir sind soweit durch. Wir bleiben noch im Anwesen der Cosa Nostra. Freut mich schon mal wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Ach, du warst lange nicht hier, ne? Einmal habe ich Miro über den Haufen gefahren. Das war erst vor einer Woche oder so, zwei. Ja. Man kennt's, ne? Ja. Was, Nikolai? Ich wollte gerade sagen, Sonny, du bist ja jetzt von Wein auf Schlebowitz umgestiegen, ne? Tatsächlich, und mir kommt es vor, dass immer mehr in meinem Kopf fehlt dadurch, aber... Das war's schon. Solange das Echo halt, ist alles okay. Lieber noch. Aha. Was ist denn für eine Goldkette, die sie da tragen, wenn man fragen darf? Das kann Sonny Ihnen erklären. Der kennt die Bedeutung ein bisschen besser als ich. Oh, die Kette, ja, der Herr. Die Kette hat es ziemlich in sich, ja. Die Initialen stehen für Verschwiegenheit. Für, ja, Verschwiegenheit, sagen wir es mal so. Natürlich hat die auch eine Bedeutung in unseren Reihen. Ich weiß nicht, ob ich das mitteilen darf. Darf ich? Ja. Ja. Die tragen nur höhere Persönlichkeiten innerhalb der Brigade, ja. Danke sehr, Ronne. Ich trage auch einen unter der Weste, ja. Ist mysteriös, die Kette. Ja. Hat noch mehr auf der Kette, die Kette, aber darüber, der Rest bleibt verschwiegen. Ja, gerne. Auf jeden Fall wiedererkennungswert. Sehen Sie meinen Anzug? Den sehe ich, ja. Diesen Anzug mit der integrierten Uhr tragen nur sizilianische Cosa Nostra. Wow. Die Uhr ist eingenäht in den Mantel. Ein Schmuckstück der italienischen Schneiderskunst. Diese Zeit habe ich nicht mehr mitgemacht. Ich bin auf dem alten Stand. Gut zu wissen. Wirkt sehr, wie sagt man? Gehoben, ja, gehoben, okay? Gehoben, ja. Das sagt man. Gerne. Kann man sagen. Ja. Sonny. Der alte Sonny. Ja. Sonny ist wieder im Modus, ne? Bitte? Wie bitte? Du bist wieder im Modus, Sonny, ja? Eigentlich hält das sich auch gerade in Grenzen. Ich bin ruhig, sehr ruhig, ich habe Hunger.
Oha. Wann ist Sonny denn nicht im Modus? Ich wollte gerade sagen, also, wann warst du denn mal im Modus? Es gibt durchaus Tage, wo ich auch ruhig bin, doch. Das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, an den Tagen war ich nicht da. Ich auch nicht. Weil dass das Sonny der Teufel ist, muss man sich auch fragen, worauf er Hunger hat. Boah, das was soll ich das jetzt sagen? Egal. Naja, er ist ja ein kleiner Psycho, oder? Wir sind ja mit dem Deal durch, oder? Ja. Okay. Mit dem Deal sind wir durch. Wollen wir denn so einen kleinen Spaziergang alle zusammen vielleicht mal zum Golfplatz machen? Ja, sehr gerne. Oder, Nikolai? Ja, wegen mir. Manchmal kann auch spazieren gut tun, ja. Aufstellung an den Autos. Hallo? Waffenpakete. Okay. Wie wär's noch mit 50 AKs? Seid anwesend, Bruder. Können Sie die gebrauchen? Midnight? Nochmal dir. Midnight. Ich glaube, Sie haben Platz für AKs. Midnight. Aber schnell. Kriegen Sie schon hin, ne? Ja? Sie haben ein paar Grüße aus Moskau und für mich hat sich die Fahrt gelohnt und alles ist in Butter. Was halten Sie davon? Wunderbar. Deal. Gut, Bestellung ist aufgenommen. Gentlemen, ich bedanke mich für das Geschäft. Sie hören von unserer Produktion. Immer locker bleiben, wir sind doch alle versichert. Und wenn nicht, dann haben wir das Auto geklaut, oder? Richtig. Siehst du, Gentlemen, und alle haben gelacht. Wunderbar, wir fahren. Schönen Abend noch. Sonny, ihr braucht nicht mehr hier zum Anwesen kommen. Ja, was kam jetzt raus? Hallo? Wie langweilig war das denn? Wir haben jetzt bestellt, ja. Ich hab gedacht, wir nehmen die Ratte mit. Ey, wir brauchen nicht mehr kommen? Ja, aber außer doch nicht funken, so, ne? Nein. Was ist denn los, Alter? Wem ist der Muchburi so? Wie was los, Alter? Ja, was seid ihr schon wieder auf einem verfickten Haus, Digga? Ja, 187 Hops nehmen. Ja, was für 187 Hops nehmen, Digga? Warum? Ja, warum ballern die auf uns? Wie, warum ballern die auf euch? Ja, genau so wie ich es sag. Bitte? Ja, die ballern halt auf uns. Wenn die mit Ballast zusammenhängen und auf uns ballern, dann kriegen sie auf die Fresse. Du Trottel, ich check, dass ich im Funk bin, Digga. Die rauben mich am Haus aus, ihr Idioten, Alter. Deppen. Ach so, alles schnell zu Sonnys Haus. Hallo. Mann, ihr Trottel. Ja, dann klären wir das gleich, okay? Ja, kein Problem. Wir hatten das ja auch schon öfters Problem mit 187 zu klären. Die haben es auch dann gesagt, die ballern nicht mehr auf uns. Zwei Tage später ballern die auf uns. Aber dann halt auch keine Lust mehr. Check, Sonny, ich bin gleich bei dir. Gut, dann kommen wir geballert. Ich warte, schon mal eben für dich hierher. Das ist krass, ja. Ey, ich flieg mit Helikopter schnell ran, ne? Chillt mal, hallo, langsam. Hallo, ich wurde nicht ausgeraubt, aber die nehmen hier gerade wieder an meinem Haus Leute, Hops. Das wollte ich gerade sagen. Aber der eine hat gesagt, ich soll meinen Funk wegmachen, ja? Was? Wer sagt dir, du sollst deinen Funk wegmachen, Land? Ich weiß nicht, chillt mal kurz, warte. Komm, wir ficken die jetzt. Lass dich einfach ficken, egal wer da ist. Wir ficken die hin. So, was jetzt schon wieder hier das Problem ist? Das unnormal, ja? Das Problem bist du. Du wirst gleich mit Philly reden können, dann kann ich das erklären. Bonnie, warte ganz kurz, Philly redet gleich mit dir. Ja, gleich da. Gleich rechts. Stimmt direkt rein. Beschützt Sonny, Alter, mal erleben. Ja, scheiß Kopf, Junge. Jungs, langsam nervt's aber, ja, jedes Mal beim Haus. Das ist das Problem. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn dann einer sagt, ich soll nicht funken oder so, was ist das denn, Digga? Und ihr habt doch das Gespräch geführt. Warte mal ganz kurz, ich komm gleich. Ich denke, die Grove. Chillt mal kurz, ja, chillt mal ganz kurz. Es ist gerade so ein Ding. Wir sind gleich alle da. Ja, das ist die Grove wieder mit Dings. Es ist an meinem Haus gewesen. Chillt mal. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt kommt. Die Grove bitte auseinandernehmen. Ich würde euch alle lieben. Wollt ihr kommen? Ja, wir sind da. Also, ihr müsst nicht. Das hat wieder was mit 187 wohl zu tun. Alles klar. Dann kommt jetzt. Sind da beraten. Alles klar, ja, okay, Jungs. Ich hab das Lenkrad gegriffen, sorry. Hey, Gecko, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Was ist los? Hol mal alle deine Jungs hin. Hol mal alle deine Jungs. Ja, die können. Tamam. Funk. Die haben uns alles weggenommen, alle Hände alles. Sind funktioniert. Ja, alles in Cargo-Bob von denen. Ja, und die Cargo-Bob. Was geht, Digi? Ey, oder ich hab dich auch versucht. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt Ups, bleib mal nicht. Ein, zwei Stunden wach, okay? Weil es ist gerade sehr wichtig. Ja, was haben wir denn gemacht? Ich call dich halt. Was haben wir denn gemacht? Du nimmst hier keinen Funk ab, du gibst mir jetzt deinen Funk, Digga. Das ist ein scheiß Problem, ne? Okay, Jungs, das fuckt langsam ab, ja. Los, mach deinen Funk schneller, Digga. Wem? Ja, mir, hier, vor dir, Digga. Los. Zacki, 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 Junge. Digga, das sollte ja eine Lektion sein, ja? Du nimmst niemanden hier den Funk ab, okay? Vor allem nicht unser Mann. Lass mal bitte ein paar Leute vorne mal vorstehen. Kommt deine Jungs jetzt? Eingang der Straße. Ja, dann hoffen wir. Ruf deine scheiß Jungs an, die sollen ihr Arsch hier haben. Was ist los? Hast du Waffen dabei? Raus, war, sind alle in die Autos gestiegen von hinten. Tut mir leid. Jungs, das ist immer dasselbe. Ihr habt das doch geklärt, oder nicht?
Hatten wir auch eigentlich. Ja, aber warum kommt ihr schon wieder auf mein scheiß Haus jedes Mal? Grundstück. Was, ich hab's letzte Mal zugeschaut, wie ihr die ausgezogen habt. Ja. Letztes Mal, Digga. Aber jetzt schon wieder, dann hieß es, es ist geklärt. Jetzt komme ich schon wieder her, sehe ich schon wieder hier grüne Gefahr, Digga. Das nervt. Rico callt, Rico callt. Okay, Dauer, Bruder, geht zur Straße, stellt euch alle zur Straße. Alle, die da drinnen klären das drin und der Rest zur Straße. Wir sind viel mehr als sie, wir sind nicht so viele. Ja, auf einmal kommen die, ja, weißt du, ein paar Nähe ist gekehrt und von jedem. Wir haben 3 oder 4 Leute von uns platt gefahren. Nimm die auseinander, Digga, jetzt ist Krieg, Digga. Ich schläg den bei mir einem am Haus um, Alter, Digga, für die Aktion. Schießt Grove? Ist das Grove, wo schießt? Ballert euch nicht in den Rücken, Leute. Nee, wir schießen gerade. Die flüchten. Das ist nicht so weit vor Scheiße. Ich glaube, ich bin nicht in den Rücken. Zurück. Geht einfach zurück. Sau weg, Bruder. Deine stabilisiert. Bitte immer eine Reihe bilden, nicht in den Rücken ballern, Leute. Wir haben echt gerade 3 Leute von uns umgefahren, ne? Mich auch. Alter, können wir da hin? Boah, das macht richtig Spaß jetzt, ne? Wir sind halt wirklich einfach uns gefahren, ne? Wir haben einen von uns umgefahren, da liegt voller Stabilisierung. Komm, rede doch, Digga, was passiert? Was los? Jungs, habt ihr jetzt irgendjemand von Grove Hops genommen gehabt oder so? War da irgendjemand? Nee, wir haben niemanden von Grove Hops genommen. Warte. Wir haben uns alle umgefahren. Nicht gespottet, nichts. Nicht mal gespottet von mir, Digga. Ja, was soll das dann schon wieder, Digga? Jedes Mal auf mein scheiß Haus, Digga. Also, ich, guck mal, ich hab ganze Zeit zugeguckt sogar, ja? Aber jetzt nervt's, Digga. Es nervt. Irgendwann ist Schicht im Schacht, Digga. Sonny? Ja. Können wir mal unter 4 Augen reden? Ja, komm. Was ist los, Digga? Sonny, du weißt doch ganz genau, was deine Jungs machen, oder nicht? Natürlich nicht. Also, ich weiß es. Ich wusste, was war. Die haben gespottet für Ballers und das geht nicht, Digga. So, und dann habe ich zugeschaut, wie ihr sie hops genommen habt. Ja, wie wir. Ich hab's zugelassen, Digga. Wenn die Information weiterbekommen haben, machen die das immer noch. Nein, Digga. Also, ich hab's klipp und klar gesagt, wer das macht, Digga, der fliegt. Und jetzt kommt ihr vielleicht wegen kleinen Informationen schon wieder, Digga, wo vielleicht nicht mal wahr sind, Digga. Und das fuckt einfach ab dann, Digga. Was soll ich sagen, ne? Wir haben einen 127 haben wieder einen Heli über uns gesehen und ja, was soll ich sagen? Ich hab das klipp und klar verboten, Digga. Klipp und klar. Und es ist halt mein Haus. Ja, klar, verstehe ich. Wie gesagt, ich bin tolerant, ich hab so ganze Zeit auch zugeguckt davon. Einmal stand ich vom Tor, ich hab gelassen, Digga. Ich hab denen sogar ansagen, was ich gesagt, ihr seid selbst schuld, wenn ihr spottet, ja? Aber anstatt mal mich anzurufen, nein, schon wieder hier mit Draufmaschine und dann noch hierher kommen und sagen, ich soll nicht funken, Digga, auf meinem Grundstück, Digga, das ist zu viel, ja? Das ist das Problem und jetzt eskaliert es, du siehst es, Digga. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schon wieder spotten, ich hab das verboten. Und die sind auch keine Untergruppierung von Ballers, dass das auch klar ist, Digga. Die chillen dort, die kaufen ihre Sachen, das ist richtig, Digga. Dass die Ballers-lastig sind, ist richtig, ja. Aber beim Krieg haben sie sich rauszuhalten, wer sich nicht raushält, stirbt durch meine Hand, Digga. Und wenn einer spottet, ruft mich an, bringt die mir und ich bringe ihn um, Digga. So ein Ding ist das, Digga. Du weißt, was ich meine? Ist halt nicht immer so nicht so leicht, ne, aus dem Himmel da zu holen, Alter. Ja, Digga, dann. Aber anstatt wieder auf mein Grundstück zu gehen, Digga? Jedes Mal, Digga. Es fuckt ab, ja? Wie war dein Name nochmal? Sergej, Mann. Ah, ach, du bist Sergej. Richtig. Ah, fuck, Alter. Digga, das ist scheiße, ja? Digga, du glaubst mir nicht, was für Ansagen ich gemacht habe, Digga, ja? Ja, Bruder. Aber das Ding ist, ich komme hierher, ich wollte mein Auto ausparken, zu meinen Jungs fahren, Digga. Dann kommt der Erste schon zu mir gerannt, macht deinen Funk aus oder so. Ja, Digga, was ist das denn wieder? Schon mal wieder auf meinem Grundstück, Digga. Ich hab euch nicht mal gesehen, Erster. Und dann direkt so eine Ansage und so, Digga, dann... Ich verstehe dich, ne? Guck mal, dir passiert gar nichts, ne? Dir passiert gar nichts, Digga. Das ist schon mal klar, Digga. Auch nur, weil du es bist. Aber die anderen, Digga, keine Ahnung, ja? Ey, wir müssen los. War alles geklärt. Easy. Bruder, komm, auf geht's. Er macht nur seinen Job. Wir bringen ihn hin, wo er hin muss. Aber wir töten ihn nicht, auf keinen Fall. Was sagt ihr denn? Die Funk-Apps begrenzt. Die haben jetzt gar nichts mehr, Digga. Die werden das ersetzen. Wie, die haben euch komplett hochgenommen? Haben die euch hochgenommen? Komplett? Ja, alles. Alles? Alles? Okay, die werden sehen. Okay, die werden sehen. Ihr habt denen wieder alles genommen, die ganze Seele, Digga. Ihr habt ihnen alles genommen, die ganze Seele, ne? Digga, das will ich haben, Digga. Mir scheißegal, ne? Das will ich haben, Digga. Junge. Vor allem einfach so schwächere abziehen, Digga. Zu stark, ne? Normal. Go, steht da hinten gesammelt. Ich will jetzt eine Mauer sehen. Stellt euch alle nebeneinander, ja? Eine richtige Mauer. Was geht? So, was geht? Wir stehen halt. Also. Wo ist der Homie? Von ihm? Der ist im Auto bei uns. Dem geht's gut und dem hab ich schon gesagt. Eine Person geht ihm vorzeigen, dass es ihm gut geht. Also ich kenne ihn ja auch, er ist ja ein guter Mann und ich habe ihm gesagt, ihm soll ja nichts passieren, er macht ja so gesehen erstmal nur seinen Job, ne? Ja, der macht halt das, was ihm gesagt wird,
Seit wann ist denn das eigentlich keine Untergruppierung mehr von den Bauern? Schon, das könnt ihr mir ja bestimmt beantworten. 1-7 war nie eine Untergruppierung von irgendjemandem, habe ich schon Anfang klipp und klar gesagt. Das sieht viel mit Bauern, das macht das richtig. Dass es teilweise auch den Eindruck erweckt hat, dass sie eine Untergruppierung sind, ist auch richtig. War aber nie. Ja, nicht nur erweckt, Sonny, ne? Das darfst du nicht vergessen. Das hat dieser Opa selber zugegeben, genauso wie dieser Blondschopf. Ja. Wenn er das zugegeben hat, dann ist das aber über meinen Kopf hinweg passiert, ne? Wenn ein Team für irgendjemand spottet, was nicht von mir auskam. Niemals, Digga. Na, das glaube ich auch nicht, dass das von mir ausgeht. Ich war letztens an meinem Haus, vorm Tor, und habe zugeschaut, wie ihr sie hops genommen habt, Digga. Ich habe nur eine Frage gestellt, habt ihr Respekt vor mir? Und es wurde mit Ja beantwortet, Digga. Das hat mir auch gereicht, Digga. Ich habe zugeschaut. Ja, du hast halt auch nicht vergessen, eine brenzlige Situation auch für uns, weil gerade LCN Stress mit Cops hatte. Alle waren ein bisschen nervös. Die Vorgehensweise nur manchmal ist einfach ekelhaft, Digga. Sag doch Bescheid oder so. Ich richte ihn vor euch sogar hin, Digga. Ich hänge ihn an da oben an der Laterne auf, Digga. Wenn die Jungs sagen, die haben diesmal nichts gemacht, die haben wirklich nichts gemacht nach diesem Gespräch. Ich denke, so dumm ist keiner, Digga. Das Gespräch gab es nicht, Sonny. Mir gab es kein Gespräch. Vergiss nicht, dass die unsere Leute. Es kam keine 187 auf mich zu und hat mit mir geredet. Müsste ich jetzt jemand herholen? Kann ich gerne machen. Dauert dann einfach nochmal 10 Minuten länger. Doch, Sonny, ich schick mir die einfach vorbei. Jetzt, wenn es geht. Ich habe natürlich auch keine Zeit im Krieg, mich um irgendwelche Zivilisten zu kümmern. Ja, ich habe ein bisschen was anderes zu tun. Ja, selbstverständlich. Es ist halt einfach nur noch nervig, dass die sich da einmischen. Richtig, ich möchte das aber auch klären, weil wenn ich jetzt hier angelogen werde, richte ich sie hier vor deinen Augen hin. Deswegen kann ich sie jetzt gerne hier bestimmen, wenn du möchtest. Ich bringe sie jetzt um, Digga, wenn sie mich jetzt anlügen. Ich sage sie, wir möchten nur, dass das auf Sonnys Anwesen aufhört. Das ist das Problem, Digga. Alles andere ist mir scheißegal. Wenn sich das klärt, wird das auch. Ey, Krankenhaus 3, jetzt Manager, jetzt sofort, easy. Kommt sofort an Krankenhaus 3, Digga. Eine Minute jetzt. Krankenhaus 3, wieso? Obwohl ich mich jederzeit einmischen würde, ist, wenn Sonny bedroht wird. Oder sich bedroht fühlt. Verstehe ich, würde ich nicht anders machen. Und ich wusste, dass es so weit kommt. Ich wusste es und ich wollte es nicht, Digga. Ich mag Sergei ja auch, denkst du? Ich will ihm wehtun da hinten, Digga. Und den Kopf sieht die ganze Zeit. Ey, Jungs, komm vor hier. Hier, los. Was geht? Du setzt dich mal nicht hin, ja? Okay. Wir klären das jetzt wie Männer. Und wenn jetzt hier einer gelogen hat von euch, dann muss ich euch auch hier umlegen, ja? Habt ihr mich verstanden? Ich meine es jetzt ernst, weil mir reicht es, Digga. Jo. Wer ist denn das jetzt von den Jungs? Das ist jetzt Rajesh, Manager. Der andere ist der Opa, der Manager, Digga. Opa, dir wird vorgeworfen, du hättest es mal zugegeben gehabt, dass ihr eine Untergruppierung von Ballers seid. Was sagst du dazu, Digga? Das stimmt nicht. Ich war letztens mit Rajesh. Wir waren letztens unten. Ich war mit Rajesh einmal da. Und ich war mit Fatme einmal da. Und wir haben ihnen klar gemacht, dass wir Geschäftspartner sind. Mehr nicht. Ich sag euch eins, das wird jetzt hier heute Abend geklärt. Inshallah. Ja, wir klären das auch heute. Aber ich will das Thema vom Tisch haben. Ja, wir klären das. Das ist kein Ding. Genau, ich finde auch eine ganz schnelle Lösung. Ganz einfach und ganz kompakt, Digga. Ich sag euch was, in dieser Einfahrt wird nicht gelogen, ja? Vor diesem Krankenhaus wird nicht gelogen. Gilt für uns alle, Digga. Mein Lösungsvorschlag, um das Ganze jetzt hier zu beenden. Wenn ich einmal irgendwas rausbekomme und irgendeiner für irgendwas spottet, ja? Für Ballers oder was weiß ich, Digga. Ich bringe euch persönlich um. Und das meine ich ernst. Ich schicke euch in die Hölle. Tiefer als in die Hölle, Digga. Falls, du weißt, wie es ist, Philly, sei es egal wo, vom PD bis zu den Medics, bis zu uns, überall gibt es schwarze Schafe, Digga, das weißt du. Ich weiß. Es gibt überall Trottel, auch bei mir gibt es Trottel, Digga. Falls ein Trottel dafür sorgt, dass fast die ganze Einsatzteam oder wer auch immer, Digga, oder ich wieder mit reinkomme und wir hier wieder stehen müssen, dann kann aber nicht jeder was dafür, Digga. Dann bringen wir diesen Idiot. Na klar, klar. Wir legen ihn alle um, Digga. Und noch ein Wunsch, nicht auf mein Haus, Digga. Mehr hab ich nicht. Ja, können wir so machen. Unser Bruder Emre wurde gerade aus dem Krankenhaus entlassen. Wie ich sagte, wir wollen dafür eine Entschädigung. Achso, die Jungs haben ihre Seele verloren heute, ne? Wer denn? Habt ihr das noch in den Autos? Weil die haben nichts mehr. Nicht in den Autos. Werdet ihr gewilligt, das zurückzugeben? Ja, kann man natürlich machen, klar. Gut, Nikolai, du hattest noch was? Herr General? Ja? Glaube ich gerade nicht ganz verstanden. Ganz kurz, Emre. Mit Ihnen reden, ganz kurz. Ja. Emre möchte gerne was sagen. Ja. Du bist der GR? Ihr seid im Krieg, richtig? Teuer, oder? Absolut. Herzlichen Grenzen. Fließt viel Blut, oder? Oh, geht. Hast du Interesse daran an einem zweiten Krieg? An einem zweiten Krieg? Yes. Gleichzeitig mit den Ballers? Mit wem? Mit uns. Mit euch? Nicht so. Nicht so, oder? Nee. Option Nummer 1. Ihr geht morgen zu den Ballers. Ihr bezahlt denen die 1 Million. Ihr gebt den Krieg auf. Ihr führt gegen uns Krieg. Option Nummer 2. Ihr kehrt der Brava den Rücken zu. Ihr bestellt ab morgen nur noch Waffen bei uns. Entscheide du. Gut. Genau noch. Anwesend. Leck mich am Arsch. Brigade so. Keiner anrufen. Zwangsdeals jetzt unser Geschäft oder was? Ja, hab ich auch gehört. Wer hat noch einen freien Platz?